Hi, ich bin die Kati. My name is Luis Garcia. Lothar. Julia. RJ. Jan. Pepe. Caro. Ich bin Julian und ich muss euch da eine Geschichte erzählen, die mich bis heute beschäftigt. Und zwar saß ich damals schon ein paar Jahre her mit meinem ehemaligen Chef zusammen beim Mittagessen. Und er wollte besonders lustig sein und hat einen richtig beschissenen, homophoben Witz erzählt. Und dann saß ich da und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und zwar hat mein Biolehrer damals in der 13. Klasse erzählt, dass Homosexualität nur dadurch entsteht, dass man entweder im Knast ist und nicht anders kann oder dass man eine sehr dominante Mutter hat, die einen dann sozusagen psychisch kaputt macht. Dass das alles wissenschaftlich Quatsch ist, habe ich mich nicht getraut zu sagen, weil er auch mein Prüfer im Abi war. Ich war mit meiner Ex-Freundin mal im Park bei Sonnenschein auf einer Decke, super schön. Und wir haben nicht viel gemacht, wir haben uns nur mal so über den Arm gestrichen. Und dann kam ein Typ, er hat sich an den Penis gepackt und uns erklärt, wie er es uns gerne besorgen würde. My teacher started with a rant that gay people shouldn't marry and they shouldn't have the same rights as the straight people. He said to me in my face and everyone that 80% of the gay community tend to rape kids. I was very upset at the moment, but I wasn't brave enough to say something. Dann kam der Tanzlehrer zu mir und hat gesagt, naja, das ist doch eigentlich das Gleiche, Führen und Männlichkeit. Und ich gesagt, ja, nee, das sehe ich nicht so. Und habe ihn gebeten, vielleicht sich zu bemühen, dass er im weiteren Verlauf einfach Führende und Folgende sagt, das ist geschlechtsneutral. Am nächsten Tag kam dann die Kollegin, die das Ganze organisiert hatte, auf mich zu und fragte mich, wie mir denn der Tanzkurs gefallen hätte. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich ganz gut. Also bis auf das halt mit der Sprache, das hat er nicht so gut unter Kontrolle, aber er hat sich ja immerhin bemüht. Und dann hat er mich total entgeistert angeschaut und sagte zu mir, kann man sich als Minderheit nicht einfach mal anpassen? Wir haben uns einen Kuss gegeben, auf Bayerisch würde man sagen Bussal. Plötzlich hat sich die Situation völlig gedreht. Es ist auf uns jemand zugekommen und hat gesagt, sag mal, was tut ihr da? Wisst ihr überhaupt, dass hier Kinder sind? We went to Zanzibar with my partner for the vacation. The police came and arrested us because it is illegal. Und die Kollegen haben gesagt, alle Homosexuellen müssen mit dem Tod bestraft werden. Ich habe es gemeldet und dann hieß es, ach, nimm's nicht persönlich. Das sagt man ja so. Die wenigen Male, wo ich als Lesbe irgendwie beschimpft wurde, hat mir das überhaupt nichts ausgemacht, weil ich mir immer dachte, es hat nichts mit mir zu tun. Das sagt mehr über sie aus als über mich. Im Nachhinein denke ich aber, ich hätte auf jeden Fall was machen sollen. Nicht für mich, weil es mir nie wehgetan hat, aber für andere Leute wäre es auf jeden Fall gut gewesen, ich hätte was unternommen. Ich habe damals nichts gesagt und ich ärgere mich bis heute und habe mir vorgenommen, nächstes Mal sage ich was. Dass sowas heiterem Himmel in so einem schönen Nachmittag sowas passieren kann, war sehr überraschend. Und wir haben uns danach einfach nur richtig dreckig und ekelhaft gefühlt. Das, was damals passiert ist, begleitet mich noch. Und deswegen ist es wichtig, jede Form von Gewalt und Diskriminierung zu melden.